Der geografische Mittelpunkt von Niedersachsen liegt in Hoyerhagen. Nicht weit davon liegt Vechta und das wird jetzt wieder zum Party-Epizentrum des Landes. Der Stoppelmarkt ruft und sogar Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir kommt. Ein Grüner im sogenannten Schweinegürtel. Da gibt's Redebedarf. Wir schalten hin zu unserem Reporter Thees Jagels. Aber zuerst, Thees, wie war denn der Festumzug heute? Der war feierlich und fröhlich und groß. Über 70 Wagen waren hier beim Umzug dabei. Man hat gemerkt, die ganze Stadt freut sich auf diese fünfte Jahreszeit. Alle haben sich präsentiert, die verschiedenen Gruppen, Vereine haben teilgenommen an diesem Umzug. Und zum ersten Mal auch das Landvolk, denn es gibt ja einen besonderen Ehrengast in diesem Jahr. Du hast es erwähnt, Cem Özdemir von den Grünen, der Bundeslandwirtschaftsminister, ist da. Und wir können uns mal anschauen, die Landwirte, das Landvolk und der Minister standen sich heute gegenüber beim Umzug. Es wurde sich fröhlich zugewunken, das Landvolk hatte aber auch Botschaften dabei, die sich an den Minister gerichtet haben. Denn die Landwirte haben ja schon seit dem Winter protestiert gegen die Politik der Ampel. Und dies wollten sie heute auch hier feierlich und fröhlich zum Ausdruck bringen. Und das tun sie auch aktuell noch in einem Gespräch mit dem Minister. Das läuft aktuell noch. Nach der Eröffnung direkt hat sich der Minister nämlich Zeit genommen für die Landwirte, spricht mit fünf Vertretern vom Landvolk über ihre Sorgen und was für Erwartungen der Landvolkpräsident hier aus Vechta an dieses Gespräch hat, da können wir mal kurz reinhören. Erstmal Tierhaltung, Umbau der Nutztierhaltung, das muss alles abgestimmt werden mit dem Baurecht, mit dem Emissionsrecht, mit dem Düngerecht. Das ist ihm vielleicht grundsätzlich bekannt, aber ich möchte es ganz konkret an Beispielen ihm auch mitgeben. So ein Minister hat ja auch irgendwie einen Tag, der voll ist und da muss er es, glaube ich, auch mal an praktischen Beispielen erklärt bekommen, was jetzt gerade wirklich unsere Problemlage ist. Ja, und das bekommt der Minister offenbar gerade noch erklärt. Seit 18.48 Uhr hat sich der Minister mit den Landwirten zurückgezogen und spricht. Aber davon kriegen die Besucher hier kaum was mit, denn die sind ausgelassen und fröhlich, gehen hier herum. Und bei mir ist jetzt der Marktmeister des Stoppelmarkts. Was erwartet die Besucher hier denn noch in den nächsten Tagen? Ja, letztendlich beginnt bei uns jetzt hier die sechste Jahreszeit. Das heißt, sechs Tage Party pur, Volksfeststimmung schlechthin. Wir haben hier 22 Großfahrgeschäfte. Freifallturm, Achterbahn, eine Riesenschaukel, alles mit dabei. Wir haben über 20 Großfestzelte mit Liveband, Ballermann-Künstlern, Musik aller Richtungen. Also eine große, gemütliche, große Feierei für Groß und Klein. Ja, das klingt gut. Ich glaube, da freuen sich viele hier drauf. Man merkt das wirklich richtig an der Stimmung. Und ja, die nächsten Tage kann es hier in Vechta kaum noch besser werden als heute zur Eröffnung, denke ich. Thees Jagels aus Vechta, ganz herzlichen Dank und schönen Abend noch.